Probleme verursacht. Ach, die Ethno-Geschichte, ja. Ja, da habe ich halt mit einem Kumpel zum Beispiel, da haben wir die Detonationskraft von China-Böllern in Zeitungskästen ausprobiert. Wir waren damals schon politisch aktiv und haben in einem Zeitungskasten einer berühmten deutschen Zeitung haben wir so einen Sprengstoff deponiert und haben das gezündet. Aha. Und es war sehr überraschend, wie hoch dieser Deckel dann tatsächlich war. Wir standen wirklich fassungslos da, wir wollten nicht die Grenze. Wie es zerrissen hat. Die Post ist da, ne? Wir wollten die Grenze zur Legalität, Illegalität nicht überschreiten. Aber das Blöde war, gegenüber vom, der Straße, auf der wir uns befanden, war ein Zivilpolizist gestanden, der sich als solcher sofort erkennbar gezeigt hat. Es wurde eine wilde Jagd. Ja, aber nicht erwischt, oder? Doch. Wir haben geweint. Also, jetzt hast du mir die Geschichte verraten, jetzt verrate ich dir auch noch eine Geschichte, was ich gemacht habe. Ja? Ich habe als Kind mit einigen Kumpels, haben wir bei den Kondomautomaten den Schacht so ein ganz kleines Stück rausgezogen und sind dann mit ganz feinen Nadeln, haben wir... So habe ich Kinder in die Welt gesetzt. Ja? Schlauer sein, machen lassen, ja. Bei Oswald Kolle gelernt, oder? Nein, das war, ich war ja nicht der Ideengeber, aber ich fand es klasse. Ich habe dann auch oft noch freiwillig in der Freizeit durchaus nachgebessert. Sag mal, 60. Geburtstag Deutschlands, sagt, gibt euch das was? Seid ihr stolz? Seid ihr zufrieden? Ja, es sind... Oder wurscht? Ein paar Bundespräsidenten, ein paar Bundeskanzler, davon eine weibliche Ausführung, ja. Eine sexuelle Aufklärung, eine große Wiedervereinigung. Und 3 Fußball-Weltmeisterschaftstitel, würde ich jetzt sagen, so zusammenfassend. So, du bist der Politik studiert hat, oder? Drei Silvester. Drei Silvester. Ja, das merkt man bei der Zusammenfassung auch. Ja. Ja gut, Musik ist ja auch schöner. Ne? Ihr fahrt jetzt morgen, steigt ihr da in euren Bus und fahrt nach Oberhausen, ne? Genau. Zum Komet-Musikpreis. Wer ist da noch? Da ist noch... Mark Medlock habe ich gelesen. Ja, genau, ne? der ist da. Und habt ein Eberspray dabei. Ja. Ich möchte noch... die neue CD gerne bewerben. Jetzt muss ich aufpassen. Die Kamera Nummer 2, kannst du das so sehen, wenn ich das so schräg halte? Ja, genau. Unplugged, die neue CD von den Sportfreunden, und darauf ist auch ein Lied, ein Song mit Udo Jürgens. Ja? Und dann habe ich mir das angehört und gedacht, was ihr mit dem Udo könnt, das schaffe ich schon lange. Und habe mir von denen gewünscht, dass wir hier zum Abschluss der Sendung gemeinsam musizieren. Ja? Und wir haben... Ich spiele ja kein Instrument in dem Sinn, ja, aber halt doch so ein Ding. Und wir haben aber noch Musikerinnen, ich habe sie noch gar nicht gesehen, es sind noch Musikerinnen da, genau. Mit der Geige. Und dann würde ich sagen, holen wir die mal auf die Bühne, ihr könnt eure Musikinstrumente schon mal stimmen, und ich rufe mal die Musikerinnen, ja, Heimatland, ja. Hallo, guten Abend. Hallo. Ja, Wahnsinn. Ja, oh. Hallo. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Ich bin der Belzig Erwin und. Hallo. Und mit denen seid ihr auf Tour? Ihr Sausäcke da. Wie heißen Sie? Anna. Und Sie? Mascha. Und Sie? Luciana. Und Sie? Nargisa, wo kommen Sie denn her? Aus Oberbayern. Wo kommt ihr her? Unterschiedlich? Ah, da war ich noch gar nicht. Wo? Nargisa, wo? Aus Usbekistan. Aus Usbekistan, das ist ja ganz woanders. Ne? Und du? Moldawien. Ja, Heimatland. Da höre ich ja die Maiglöckchen bimmeln, ja? Ja,
Ja, das ist ja wirklich der blanke Wahnsinn. Also ich, Moldawien, da, das ist ja auch weit da weg. Weit weg woanders. Ne, ist da schon? Habt ihr schon sexuelle Revolution auch hinter uns? Habt ihr euch hinter euch? Da gibt's für mich ja nichts mehr zu tun. Dann, meine Damen und Herren, verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ja. Wir, meine Damen und Herren, wir sehen uns wieder am 24. September, drei Tage vor der Bundestagswahl. Und ich empfehle Ihnen, wünschen Sie sich noch recht viel bis zur Wahl, weil danach hat sich's ausgewünscht. Ja. Nach dieser Wahl gehen wir alle den Weg der armen Säue. Da werden wir wirklich mal erleben, was Duldungsstarre bedeuten kann. Ja. Und jetzt also, meine Damen und Herren, die Sportfreunde Erwin Stiller, ja, zum ersten Mal in dieser Kombination. Bitte. Habe die Ehre, liebe Sprachbarriere, oft und gerne kommst du mir in die Quere. Ich hab keine Ahnung, ich meine ungefähre. Ende Gelände, so ne Elende, Misere. Eine Doktrin ist keine Medizinerin, eine Blockade ist keine hippe Berlin-Limonade. Bebop ist kein Schlitten, die Sugarbabes sind nicht Atomic-Kitten. L-O-S-L-B, etc. pp. Ja, nee, sicherlich klar, alles Roger. Eine variable Größe, du gibst dir Klöße mit Soße, lieber als die Blöße. Was ich? Was ich nicht? Was ich nicht weiß, macht mich heiß, ja nee. Sicherlich klar, alles Roger.